Sag mal, Stefan, du Technikfanatiker, liest du eigentlich noch echte Bücher? Nee, ich lasse lesen. Goethe, gelesen von Goethe. Muss nicht sein. Gibt auch hörbare Maschinenstimmen. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Hörbücher, also. Nein, nicht ganz. Mein Amazon Kindle, da lade ich Bücher drauf, lese sie selbst oder lasse mir vorlesen. Auf meinen Radtouren etwa. Amazon? Die Krake, die den ganzen Handel kaputt macht, auch den Buchhandel? Ob ich den jetzt zu retten versuche, ist doch egal. Eine Mehrheit kauft längst bei Amazon, sonst wäre das nicht ein solcher Riese. E-Books gibt's auch woanders. Bei uns hier in Radebeul zum Beispiel. Echt jetzt? Ja, Pocketbook. Na dann nix wie hin. Aber ich glaube nicht, dass mein Kindle zu toppen ist. Na, wart's mal ab. Aber vorher müssen wir noch einen kleinen Umweg fahren über den Flughafen. Okay. Wo? Oh, gehen wir mal. Der Amazon Kindle ist der bekannteste E-Book-Reader. Andere heißen Kobo, Tolino, Pearl oder Asus. Und Pocketbook. Anders als Computermonitore oder Smartphones braucht die elektronische Tinte keine Hintergrundbeleuchtung. Das spart enorm Strom, weil auch die Anzeige des Textes an sich keinen Strom verbraucht. Der fällt nur beim Umblättern an. Eine Akkuladung reicht also locker für einen Urlaub von 2 bis 3 Wochen. Da es keine Bildwiederholung gibt wie beim Fernseher, ermüden auch die Augen nicht. Die Dinger lesen sich wie ein echtes Buch. Auch aus extrem schrägen Winkeln übrigens. In Supermärkten gibt es mittlerweile elektronische Preisschilder. Die Aufschrift wird per Funksignal geändert. So hält die verbaute Mini-Batterie einige Jahre. Die Anzeigetechnik ist immer dasselbe: elektronisches Papier. Das Monopol darauf hat die Firma E-Link aus Taiwan. Auf der Handelsplattform Alibaba habe ich deren Teile gefunden. Bei Mindestabgabe von 1.000 kann sich jeder seinen eigenen E-Reader basteln. Die Unterschiede liegen darin, was der Bastler draus macht. Und Pocketbook ist derzeit der Beste. Die Aussage schneide ich dir raus. Die ist mir zu werblich. Die lässt du gefälligst drin, ist ja nicht meine Aussage, sondern die der Zeitschrift Computerbild. Ist die ganze Welt wirklich von chinesischen E-Readern besetzt? Nein. In einem kleinen gallischen Dorf, na, hier in Dresden, gibt es Plastic Logic. Diese Firma ist vor 10 Jahren gestartet, um den Chinesen Konkurrenz zu machen. Gemeinsam mit dem Partner BASF waren auch farbige Displays angekündigt. Gezeigt wurden allerdings nur Prototypen. Das wäre allerdings was, denn die Chinesen, die können bisher nur 16 verschiedene Stufen in Grau. Das war zum Greifen nahe Zukunftsmusik. Haltestellenpläne der Dresdner Verkehrsbetriebe mit sächsischer Spitzentechnologie. Die müssen nicht alle halben Jahre neu plakatiert werden. Ein Funksignal zum Fahrplanwechsel reicht. Vor einem halben Jahr ist die Produktion hier eingestellt worden. Die Geschichte ist mir zu traurig. Lass uns zurück nach Hause fahren. In dieser eher unscheinbaren Villa in der Nähe des S-Bahn-Haltepunkts Radebeul-Weintraube residiert die Europazentrale von Pocketbook. Ein Dutzend Mitarbeiter managt von hier aus den Vertrieb. Wir sind mit Geschäftsführer Enrico Müller verabredet. Die Vertriebs- und Serviceorganisation von Pocketbook ist eine eigenständige Unternehmung mit Sitz hier in Radebeul, die GmbH. Daneben gibt es noch unsere Entwicklungsfirma in Kiew in der Ukraine, wo Pocketbook ganz ursprünglich mal gegründet wurde. Und noch ein weiteres Vertriebsbüro in Moskau, weil wir auch in den russischsprachigen Ländern sehr, sehr gut unterwegs sind. Egal, ob da Kindle, Tolino, Pocketbook oder was auch immer drauf steht, wir kochen dort alle mit demselben Wasser und greifen auf dieselben Displays zurück und die werden in unseren Geräten verbaut. Und dann gibt es eben dann noch entsprechende feine Unterschiede zwischen den Geräten, warum sich dann eben ein Kunde auch sehr gern für ein Pocketbook entscheidet. Herr Müller hat mir so ein Teil mitgegeben. Original verpackt. Es ist ja ein flaches Gerät. Holen wir es doch mal gleich ganz raus. Dann sieht man, wie flach das ist. Es ist auch sehr leicht im Vergleich mit anderen Geräten, wie zum Beispiel von der Konkurrenz dem Kindle, ist es sogar leichter, obwohl alle Geräte ein 6 Zoll Display haben. Ich habe mir das jetzt schon mal eingerichtet und da leuchtet schon mal
was auf und bei mir leuchtet auf mein letztgelesenes Buch. Blättern kann ich mit Wischgeste, beziehungsweise habe ich hier auch Hardware-Tasten. Gerade wenn ich jetzt verschmierte Hände habe am Strand oder so, dann ist das ungünstig, wenn ich dann mit meinem eingeschmierten Daumen damit blättere. Hier kann ich auch zurückblättern, falls ich mal zu schnell war. Ich habe hier eingestellt bekommen, Buchshop Ernst Tharandt aus Coswig. Coswig? Mensch, das ist ja eine halbe Weltreise. Aber da werden wir wohl hin müssen. Und dann frage ich den Inhaber, ob die E-Books für ihn so ein Geschäft sind. Der Vertrieb von E-Readern an sich ist bei uns also minimal. Also in den letzten Jahren vielleicht ein Dutzend, den wir verkauft haben. Der Anteil der E-Books, die da also dann darauf zu lesen sind, nimmt einen höheren Stellenwert ein. Aber die Geräte selbst haben Sie nicht im Angebot, warum? Nein, die habe ich nicht im Angebot, aus dem Grund, weil ich aus den technischen Fragen bzw. den technischen Support bei manchen Sachen bis ins letzte Detail also nicht leisten kann. Der Buchhändler sollte schon bei dem Thema digitales Lesen Kompetenz zeigen. Also es ist nicht so, dass ein Kunde, der sich jetzt für so ein Gerät entscheidet, für den Buchhändler für immer verloren ist. Ganz im Gegenteil. Sollten wir in Radebeul keine technikaffinen Buchhändler haben? Also da bin ich jetzt richtig sauer. Sauer? Moment mal. Ich habe da eine Idee. Stimmt, wir fragen die Sauermann. Frau Sauermann, ich habe jetzt hier dieses neue Pocketbook. Kann ich bei Ihnen jetzt ein Buch draufladen? Ja, ich habe auch ein Pocketbook, ein etwas älteres als Sie. Ja. Das habe ich mir vor ein paar Jahren zugelegt, um es selber zu probieren. Ich bin nicht unbedingt der E-Book-Leser, aber trotzdem wollte ich natürlich wissen, wie das funktioniert. Und Sie können bei uns E-Books kaufen. Entweder bei uns in der Buchhandlung, dann kommen Sie und müssen uns Ihre E-Mail-Adresse mitteilen. Oder Sie laden sich das E-Book in unserem Internetshop runter. Und dort müssten Sie per PayPal bezahlen. Das ist kein großes Geschäft. Ganz einfach, die Zahl derjenigen, die sich ein E-Book kaufen, ist noch verschwindend gering. Aber vielleicht wird es ja noch eins. Jetzt fehlt uns nur noch eine Stimme in der Sammlung. Wie jetzt? Welche? Eine Bibliothek. Du hast wohl eine Meise. Weißt du, wie verstaubt eine Bibliothek ist? Du kennst Frau Kunert nicht. So verstaubt ist die nicht. Okay, die Frau vielleicht. Aber der Laden. So. Hallo, Herr Schwanzler. Ja, Frau Kunert, ich habe mir schon das ein oder andere Buch bei Ihnen ausgeliehen. Jetzt habe ich hier dieses schöne Pocketbook. Kriege ich bei Ihnen auch E-Bücher? Sie kriegen bei uns E-Bücher, aber natürlich nicht haptisch. Sie müssen die ausleihen zu Hause. Ach. Sie müssen Ihren Pocket-Reader übers Internet zu Hause aktivieren. Aha. Und können über unsere Online-Verbund Oberlausitz Bücher und Zeitschriften ausleihen. Genau. Eine schöne Auswahl an Büchern, an Kinderbüchern, an Sachbüchern, auch an Zeitschriften. Und die können Sie zu Hause lesen über Ihren schönen neuen Pocketreader. Und ich muss nichts extra bezahlen, das ist alles in Nein, meinem... Nein, das ist in Ihrem in Ihrer Anmeldegebühr drin. Ich übergebe Ihnen mal diesen Flyer. Hier steht drauf, dass wir neben Bautzen, Bischofswerda, Görlitz, Hoyerswerda, Radeberg, Radebeul sind wir in diesem Verbund Online Oberlausitz seit 2 Jahren drin. Und das ist eine erfolgreiche Angelegenheit. Der Pocket Reader ist kompatibel. Probieren Sie es heute Abend. Rufen Sie morgen an, ob es funktioniert. Was hast du denn da in der Hand? Doch nicht etwa? Na, ich wollte mir von dir nicht nachsagen lassen, ich hätte mit Technik nichts am Hut. Außerdem, ich habe mir gerade ein Hörbuch ausgeliehen bei der Frau Kunert. Die hat es dir aber schön angetan. Och, ich war nicht bei ihr persönlich. Online! Soll ich dir meine Kopfhörer leihen? Ja, das wäre mal was. Ach ja. Lieber Leser, weißt du, was das Wort Greenhorn bedeutet? Eine höchst ärgerliche und despektierliche Bezeichnung für denjenigen, auf welchen sie angewendet wird. Sag mal, Stefan, ist dein Kindle jetzt eigentlich noch zu toppen? Ist er. Muss ich leider zugeben. Also wenn ich nicht schon Kindle hätte, ich würde mir ein Pocketbook kaufen. Na, dann behalt doch das Testgerät. Nee, das geht nicht. Testgerät ist Testgerät. Wenn ich das behalten würde, sähe das aus, als ob wir bezahlte Werbung machen. Das machen wir lieber nicht. Also ich finde ja was anderes noch viel besser. Denn als alter Sozi komme ich von meiner Kapitalismuskritik nicht los. Pocketbook, das ist für mich der David gegen den Goliath namens Amazon. So bekommt der örtliche Buchhandel auch noch etwas ab vom E-Book-Kuchen. Stimmt, ich habe mir gerade 2 Bücher bei Sauermann gekauft. Bei der Sauermann, ja, die hat's dir wohl angetan. Online natürlich. Also ist Pocketbook doch der beste E-Reader aller Zeiten. Also das ist mir jetzt zu werblich, aber du hast recht.
Außerdem kommt das Ding aus Radebeul. Eben, geh nicht fort, kauf im Ort. Green heißt grün und unter Horn ist Fühlhorn gemeint. Ein Greenhorn ist demnach ein Mensch, welcher noch grün, also neu und unerfahren im Lande ist und seine Fühlhörner behutsam ausstrecken muss, wenn er sich nicht der Gefahr aussetzen will, ausgelacht zu werden. Ein Greenhorn ist ein Mensch, welcher nicht von seinem Stuhle aufsteht, wenn eine Lady sich auf denselben setzen will.